Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge Chestroots. In diesem Format werde ich euch zeigen, verschiedene Chestroots, die ich hier auf dem Server laufe. Und ja, ich werde sofort geschlagen. Geil. Viel Spaß. Also, ich gehe zuallererst zu so einem Baum. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wo ich hinlaufe. Ich habe es wirklich gerade ziemlich schlecht beschrieben. Egal. Dann gehe ich hier über eine Brücke. Das könnt ihr auch sehen. Dann ist hier so eine Küche. Da könnt ihr reingehen, wenn ihr wollt. Wenn niemand hinter euch ist. Es ist auch niemand hinter mir, aber ich will es chillig haben. Ist was? Ist noch etwas? Und läuft hier entlang. Ja. Ach ja, ich habe vergessen zu sagen. Die Map ist Wo City, erbaut von He das Heavy War Team. Mapper-Team. So. Dann geht die in so eine Mine rein. Hier ist eine Kiste. So. Dann hier hoch. Und hier ist noch eine Kiste mit einem Steinschwert. Starke Sache. Dann ist hier ein Enchantment-Table. Dort könnt ihr Sachen verzaubern, wenn ihr ein Level habt. Dann hier entlang. Und zwar ist hier am Ende eine Kiste. Und jetzt kommt das dicke Secret der Route. Und zwar in dieser Doppelkiste müsst ihr euch draufstellen und da einen Diamanten raus. Dann öffnet sich so gesehen eine Falle hier. Und ihr habt so gesehen immer auf dieser Map einen gratis Diamanten. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und ja, dann gehen wir weiter hier hoch. Weiterlaufen und es leckt ein bisschen. Noch mehr essen. So, dann tun wir auch mal Sachen rein, die wir nicht brauchen. Dann gehen wir rechts entlang erstmal. Zu so einem Dinosaurier, sag ich mal. Nehmen hier Essen heraus. So, gehen weiter. Dann ist hier gleich links eine Kiste. Nehmen wir auch mit. Zack, das. Upsala, da sind auch gute Sachen drin. Dann weiter. Schlussendlich zu der Kiste, die auch gut versteckt ist. Dann laufe ich erstmal hier weiter entlang. Weigel. Weigel. Frieden. Ich weiß es nicht. Temtem. Ich weiß es nicht. Denn ich kenne ihn nicht ziemlich gut. Und ich möchte ihn jetzt ungern töten. Und das ist auch einer. Habe ich gerade so gesehen. Aus dem Winkel. Und ja, ich habe gerade jetzt wenig erklärt. Also, man geht da so entlang. Da kommt doch gleich einer. Ja, okay, gut. Hast du mich erschrocken? So. Gehen wir mal lang. So. Und da ist auch schon gleich einer. Bird auf Prey. Lauf mal weg, du. So. So, dann gehen wir mal hier rein. Und zwar ist hier eine Kiste. Noch ein Diamanten. Oh mein Gott. Ich bin aufgeregt. Und so hat man schon ein Diamantschwert. Ich frag mal mein Team Kumpane. Haben du's? Oh Gott, es leckt gerade etwas bei mir. So, jetzt hat sie ein bisschen gelegt. Ich weiß auch nicht, es leckt manchmal bei mir. Ich kann auch nichts dafür. Oh mein Gott. Bitte. So. Guten Stick. Und Lightkill. Ah, da ist er ja. Bitte. So. So, ich bin mal. Oh, er gibt mir einen Stick. Danke. Ach Gott, ist das lieb von dem Jungen. Und da seht ihr schon, wie man auf dieser Map leicht ein Dierschwert bekommt. Das ist das Vorteilhafte bei der Route. Dann gehen wir in das kleine Häuschen, das ist so am Rand, sag ich mal.
Hier ist ein Crafting Table. Ziemlich praktisch, auf der Route kann man immer schnell was craften. Und da haben wir ein Diamantenschwert. Zack, zack, Diamantschwert. So. Und 5 Pfeile, dann gehen wir mal weiter. Und ja, das war so ziemlich... Route. Warte. Nee, das war's noch nicht eigentlich. Auch meine Route. So. Dann, wie gesagt, ist hier noch da hinten eine Kiste. Dann geht die hier rein. So. Hier ist doch da hinten eine Kiste versteckt. Das könnte man sich auch denken, dass da eine ist. So, kurz sortiert. Dann springt ihr in den Brunnen rein. Brunnen, nicht Brunnen.